Meine Tochter war 10, als sich ihr Körper zu verändern begann. Ihre Gleichaltrigen machten sich über sie lustig und zeigten mit dem Finger auf sie. Andere Eltern versicherten ihren Kindern, dass es in Ordnung ist. Aber ich wusste, dass das nicht stimmte. Meine Dani würde nicht so aussehen. Um meine Tochter so aussehen zu lassen, wie sie ist, wickelte ich ihren Körper fest mit einer Bandage ein. Dani weinte, aber das war nur ihrer Karriere zuliebe. Meine Tochter verdiente eine Menge Geld. Sie war die Top-Schauspielerin bei einer führenden Talentagentur. Sie war in Filmen und Werbespots zu sehen. Aber all das konnte im Handumdrehen vorbei sein. Ein Kind mit Brüsten. Wer will schon sowas Abscheuliches? Am Set wurde es jedem klar, dass sich Dannys Größe verändert hatte. Man sagte mir, ich solle eine Lösung finden. Dani muss abnehmen. Die Agentur rechnet mit ihr. Ich habe mich 300 Mal entschuldigt und versprochen, ihr Image zu verbessern. Dani begann jeden Tag zu trainieren. Nach einem strengen Programm, das eines Olympiasiegers würdig war. Ich wollte, dass ihre Taille schrumpft, ebenso wie ihre Brüste. Ich ließ Dani auch eine sehr strenge Diät einhalten. Ich schloss den Kühlschrank ab, damit das Essen sie nicht ablenken würde. Doch all meine Bemühungen waren vergeblich. Egal, was ich tat, Dannys Brüste wurden immer größer. Ich konnte nicht mit der Natur konkurrieren. Das ist es, Claudia. Wir haben keine Rollen für ein Kind mit Brüsten. Die Agentur kündigt den Vertrag. Meine Mutter leitete die Talentagentur und ich konnte sie nicht im Stich lassen, also bat ich um eine letzte Chance. Ich habe einen guten, plastischen Chirurgen gefunden, der unsere Probleme lösen könnte. Ich vereinbarte eine dringende Operation. Es ging alles so schnell, dass Dani nicht mal Zeit hatte, sich zu erschrecken. Mama, tut es weh? Für mich war es nur ein Geschäft, nichts Persönliches. Zumindest, bis ich ein schmerzlich vertrautes Geräusch hörte. Es erinnerte mich sofort an etwas, das 10 Jahre zuvor passiert war. Meine Mutter träumte davon, dass ich ein Model werde und benannte mich sogar nach einem Supermodel aus den 90ern. Als ich Anfang 20 war, fing ich an zuzunehmen. Und dann fand ich heraus, dass ich schwanger war. Meine Mutter sagte mir, ich solle das Baby loswerden. Aber ich tat es nicht und versprach ihr, dass Dani erfolgreich sein würde. Als es an der Zeit war, den Operationssaal zu verlassen, hielt ich an und mir wurde klar, dass ich mein eigenes Kind verriet. Ich tat dasselbe, was meine Mutter mir vor all den Jahren angetan hatte. Also nahm ich Dannys Hand und entschuldigte mich bei ihr. Ich sagte die Operation ab, ging zu meiner Mutter und legte ihr den Vertrag direkt vor die Nase.
Ich hoffe, es ist wichtig. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich sagte ihr, es sei sehr wichtig. Schließlich ging es um mich und mein Kind. Ich kündigte an, dass Danny die Agentur verlässt. Um eine normale Kindheit haben zu können. Und nicht die Erwartungen von jemandem erfüllen zu müssen. Ich sagte meiner Mutter, dass sie in unserem Haus willkommen sei. Aber sie besuchte Danny nie. Mein Kind hat dadurch nicht viel verloren. Nachdem sie die Agentur verlassen hatte, wich ihr Lächeln nie wieder von ihrem Gesicht. Ein Kind ist eine Blume, die nicht blüht, wenn sie mit den unerfüllten Ambitionen der Eltern gegossen wird.